In diesem Video erfährst du, wie du mehr Follower auf TikTok bekommst. TikTok ist eine der am schnell wachsendsten Social-Media-Plattformen der Welt und bietet Content-Creator die Möglichkeit, sehr schnell Reichweite und Follower zu generieren. Aber wie wird man auf TikTok erfolgreich? Das erfährst du in diesem Video. Tipp Nummer 1. Finde deine Nische. Um auf TikTok erfolgreich zu werden und schnell Follower zu generieren, ist es wichtig, dass du deine Nische findest. TikTok ist eine Plattform, auf der die verschiedensten Videos hochgeladen werden. Aber um eine Community aufzubauen, die sich mit deinen Inhalten identifiziert, ist es wichtig, dass du deine Nische findest. Wenn du leidenschaftlich gerne kochst und über ausgefallene Rezepte verfügst, könnte vielleicht das Kochen deine Nische sein. Oder du gerne ins Fitnessstudio gehst und dich mit Fitness gut auskennst, könnte vielleicht Fitness deine Nische sein. Das musst du aber selbst so ein bisschen rausfinden, was für dich das Beste oder die beste Nische sein könnte. Und das im Endeffekt anhand von deinen Interessen. Es gibt auf TikTok die verschiedensten Nischen. Über Mode, über News, bis hin zu Gaming gibt es alles auf TikTok. Indem du dich konzentrierst auf das, was du am besten kannst oder was dich am meisten interessiert, kannst du authentische Videos erstellen und kannst damit eine loyale Fangemeinde bzw. Community aufbauen. Tipp Nummer 2. Hashtags sind auf TikTok der Schlüssel zum Erfolg, um schnell Reichweite und aber auch Follower zu generieren. Es ist wichtig, dass du passende Hashtags, die zu deiner Nische passen, verwendest. Diese suchen zum Beispiel nach diesen Inhalten und können beispielsweise deine Inhalte finden. Wenn du zum Beispiel in der Beauty-Nische unterwegs bist, könnten die Hashtags Beauty-Tipps, Make-up oder Skincare für dich relevant sein. Allerdings solltest du darauf achten, dass du nicht zu viele Hashtags verwendest, weil dies vom Algorithmus als Spamming erkannt wird und damit deine TikTok-Videos weniger verbreitet werden. Die Hashtags sollten immer an dein Thema angelehnt sein, um damit die Reichweite deiner Videos zu erhöhen. Außerdem gibt es bei den Hashtags die Möglichkeiten, auf Trend-Hashtags zu setzen. Diese Trend-Hashtags können dir helfen, ein breiteres Publikum zu erreichen. Beachte jedoch, dass diese Trend-Hashtags nur für einen bestimmten Zeitraum populär sind. Nach diesem Zeitraum verlieren diese Trend-Hashtags aber sehr schnell an Gewichtung und werden daher dann weniger ausgespielt. Beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr. Tipp von mir, du solltest nicht nur ausschließlich auf Trend-Hashtags setzen, sondern gehe breit daran. Eine Mischung aus den Hashtags ist eine gute Option. Aber beachte, diese Hashtags sollten natürlich auf dein Thema passen. Tipp Nummer 3. Die Musikfunktion auf TikTok. Ein wesentlicher Bestandteil der Plattform und kann dir dabei helfen, Aufmerksamkeit zu erregen. Außerdem bietet es die Möglichkeit, deine Inhalte ansprechender zu gestalten. Du kannst entweder auf populäre Musikstücke verwenden, aber du kannst auch deine eigenen Songs auf TikTok hochladen. Damit kannst du deine Inhalte einzigartig gestalten und heben sich von der breiten Masse natürlich noch mehr ab. Beliebte Sounds oder Musikstücke sind meistens auch mit einer bestimmten Challenge oder mit einem Musikvideo oder mit einem bestimmten Tanz verbunden, an denen du dich zum Beispiel auch beteiligen kannst. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Muss, dass du dich daran beteiligst an diesen Challenges. Es ist nur eine Option, im Endeffekt schnell an Reichweite zu generieren, aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, über diese Suchfunktion von beliebten Songs, dass du darin deine Videos ausspielst, auch wenn diese ein ganz anderes Thema haben. Tipp Nummer 4. Kreativität ist der Schlüssel, um erfolgreich zu werden auf TikTok. Die Plattform bietet dir eine Vielzahl an Möglichkeiten und an verschiedensten kreativen Tools, um deine Videos zu verbessern und einzigartig zu gestalten. Als TikTok-Creator solltest du definitiv mutig sein und dich trauen, neue Trends und auch Ideen auszuprobieren. Auf diese Art und Weise zeigst du dein Talent, aber auch du entwickelst neue Fähigkeiten, die du deiner Community zeigen kannst. Experimentiere mit den verschiedensten Arten von Inhalten und finde damit heraus, was am besten zu deiner Nische bzw. zu deiner Community passt. Tipp Nummer 5. Es ist essentiell wichtig, dass du auf der Plattform TikTok aktiv bleibst, um so auf der Plattform natürlich erfolgreich zu werden. Weil das regelmäßige Hochladen ist ein wichtiger Bestandteil
Teil einer erfolgreichen TikTok-Strategie. Außerdem bevorzugt die Plattform aktive Nutzer. Damit belohnt dich natürlich gleichzeitig der Algorithmus mit höheren Platzierungen zum Beispiel, um damit mehr Reichweite aufzubauen, wenn du regelmäßig neue Inhalte auf die Plattform bringst. Achte jedoch dabei, dass dein Posting-Rhythmus realistisch bleibt. Entwickle einen eigenen Rhythmus. Vermeide jedoch größere Postings-Lücken, in denen du kein Video hochlädst. Vermeide so etwas. Sowas mag der Algorithmus gar nicht. Tipp Nummer 6. Interagiere mit deiner Community. Dies ist ein wichtiger Bestandteil, um auch erfolgreich zu werden auf TikTok. Es ist entscheidend, dass du regelmäßig auf die Kommentare deiner Community antwortest und damit die Fragen deiner Community beantwortest. Indem du auf die Kommentare deiner Community antwortest, baust du gleichzeitig eine gewisse Vertrautheit zu dir auf. Und das führt natürlich dazu, dass die Community wieder auf deinen Kanal kommt. Außerdem kannst du in deinen Videos beispielsweise aktiv Fragen stellen und damit die Community anregen, deine TikTok-Videos zu kommentieren. Beteilige dich dann an diesen Diskussionen in den Kommentaren und das kann dazu führen, dass deine Community sich natürlich weiterentwickelt und natürlich wächst. Tipp Nummer 7. Auf TikTok geht es nicht nur darum, unterhaltsame Videos zu erstellen, sondern es geht auch darum, deine Persönlichkeit zu zeigen und deine Interessen zu teilen. Hier ist es äußerst wichtig, dass du authentisch bleibst und deine wahre Person deiner Community zeigst. Auf diese Art und Weise können sich deine Zuschauer mit dir identifizieren. Wenn du deine Persönlichkeit und deine Interessen zeigst, wirst du in der Lage sein, Menschen anzusprechen, die zum Beispiel gleiche Interessen haben wie du. Beachte jedoch, dass du dich nicht verstellst, beziehungsweise versuchst, jemand anderes zu sein. Weil, ganz ehrlich, die Community wird es merken, wenn du dich irgendwie verstellst, beziehungsweise versuchst, jemand anderes zu sein. Und könnten damit vielleicht relativ schnell das Interesse an deinem Kanal verlieren. Stattdessen solltest du dich konzentrieren auf deine Persönlichkeit und auf deine Stärken. Und dies solltest du in deinen TikTok-Videos rüberbringen. Insgesamt gibt es viele Faktoren, die dazu beitragen können, dass du erfolgreich wirst auf TikTok. Solltest du noch weitere Tipps haben, wie man erfolgreich werden kann auf TikTok, schreib dir doch gerne in den Kommentare, damit hilfst du natürlich auch anderen. Vergiss nicht, das Video positiv zu bewerten und abonniere gerne den Kanal der Online-Marketing-Show. Und damit sage ich Tschüss!